Wunderschönen Montag und willkommen zurück zu Town of Salem Ranked. Ich bin neuerdings Bodyguard, weil ich habe gesagt, Personenschützer, das ist mein Ding und das werde ich hier versuchen und ich weiß, dass ich in der ersten Nacht Big Tits beschützen werde. Nicht, dass es so ist, dass Big Tits es nötig hätte, aber ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der Lust hat, da vorbeizuschauen. Alles Noobs außer Mutti und natürlich Toni stinkt und hier erstmal gleich Big. Na? Tits. Was für mich unglaublich blöd wäre, wäre, wenn die Person natürlich jetzt hier Veteran ist und ich renne voll rein. Aber okay. Außerdem noch Remote, Han Solo, James Bailey, Leia, Keith, Valrus, Random Lynch, The Dark Sunrise, Evil Amnesiac, James, Roxy, Paul, Crew und Papyru. Okay, I'm Survivor, Counterclaim, Now or Hold You Lying, Random Lynch All the Way, Low Account, Wit. Gut. Ja, neue Woche bei euch, bei mir noch nicht ganz, bei mir ist Sonntag, aber wieder am Vorbereiten. Sprich nicht der Sonntag von gestern, sondern vor einer Woche. Das wäre auch zu einfach gewesen, muss man sagen. Es wäre zu simpel gewesen, wenn hier Big Tits gestorben wäre. Random Lynch wurde stattdessen gekillt. Und ich würde sagen Mafia. Ja, die Mafia hat ihn gekillt. Das heißt, Neutral Killing könnte Werwolf oder Aso sein. Der Transporter ist tot, er hat sich selbst und Leia transportiert. Wenn das stimmt, ist Leia confirmed nicht Mafia. Wichtig zu wissen. Das werden wir uns hier auch gleich mal notieren. Für den Fall, dass es nämlich stimmt. Leia isn't Mafia. Außer natürlich eine Witch noch da. Oh. Poor Random. Oh, ein Arsonist ist da. Ja, wenn er sich selbst transportiert hätte, hätte er natürlich es geschafft. Oder sie wäre dann gestorben. Gut, das ist natürlich interessant, dass der Aso den Survivor gedaust haben soll. Warum sollte der Aso das tun? Ich meine, Survivor ist quasi eine wichtige Stütze für ihn am Ende. Gerade wenn es um Stimmen geht. Ein Satz, den ich in letzter Zeit sehr häufig in TOS schreibe, seems so. Also ist für mich deswegen ja schon leider confirmed nicht Mafia. Remote sagt Valrus. Ist da etwa ein Ding? Haben wir was verpasst? Nee, Random Lynch. Ist alles okay. Jetzt erstmal hier bei Valrus. Oh je, mein Gott, ich bin zu blöd. Warum Valrus? Was haben die hier gegen Valrus? Ich werde jetzt auch mal Leia beschützen. Valrus möchte gern gejailt werden. Okay. Ich glaube, dass Big Tits jetzt dann erstmal sicher ist. Deswegen gehe ich jetzt auf Leia. Sie wurde einmal attackiert. Und es wurde versucht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mafia sich sagt, du, die stirbt nicht, wir versuchen es nochmal. Und boom. Weil Big Tits wäre eh jemand gewesen, für die erste Nacht zu attackieren. Interessant ist natürlich auch, wer war nochmal der Survivor Claim? Es war der Dark Sunrise. Dark Sunrise soll also der Survivor sein. Mal schauen, was hier sonst so passiert, auch was das Neutral Evil ist, ob es wirklich eine Hexe gab, wie James Bailey gesagt hat. Kann natürlich gut sein. Und eine Hexe kann unglaublich viel kaputt machen. Das ist natürlich auch wieder sehr schwierig macht. Remote ist tot, schade. Mal gucken. Sehr wahrscheinlich natürlich wieder Mafia. Ja, es war zu erwarten. Wir müssen hoffen, dass die investigativen Rollen etwas rausfinden. Michilanti ist weg. Leia not Mafia. Sehr gut, hat mitgedacht. Gefällt mir. Remote. Das Ding ist halt, damit ist jeder Michilanti oder Veteran-Claim auf jeden Fall verdächtig. Für die anderen. Für mich nicht. Es kann sein. Random Town. Any Rolle ist ja da. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier die Stadt so zu sagen hat. Informationen wären ganz nett. Weil zwei tote Townie. Unschön. He called out Valrus and died. Er hat einfach nur random gewählt. Ah, Papyru sagt Han Solo is a member of the Mafia. Gut, das heißt Papyru claimt gerade Sheriff. Hier.
You are. Are you Sheriff? Natürlich wird er jetzt sagen, dass er Sheriff ist. I claim it. Wir werden auf jeden Fall auf Papyro mal gehen in der nächsten Nacht. Wir bereiten das nur schon mal vor. Es sei denn, natürlich ist es falsch. Han Solo claimt aber auch keine Rolle hier, muss man sagen. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Wenn wir mal hochwählen. Mal schauen. Ich vertraue jetzt erstmal Papyro, dass er hier recht hat. Ich hatte in der letzten Ranked-Folge war das, glaube ich. Ah, er claimt selbst Sheriff. Aha, interessant. Toll. Kann natürlich beides Sheriff sein. Wäre dann geframed, ist unwahrscheinlich. Das ist natürlich jetzt blöd, dass wir hier mit Han Solo einen Sheriff-Claim haben. Han Solo ist Sheriff, Retri oder Exe sagt Leia. Oh, okay. Jetzt haut hier Leia rein, die confirmed nicht Mafia sein kann, eventuell. Von daher vertraue ich Han Solo. Und ich werde jetzt dann aber wieder auf Leia gehen, weil sie Investigator geclaimt hat. Und Investigator ist meiner Meinung nach wichtiger als der Invest. Nein, Invest ist wichtiger als Sheriff natürlich. Den Executioner hier können wir loswerden. Was natürlich jetzt für Papyro unglaublich dumm gelaufen wäre, wäre folgendes. Papyro ist Sheriff. Han Solo ist Executioner. Papyro ist Sheriff. Han Solo wurde geframed. Was aber auch nicht geht, weil der Investigator hat ihn ja in derselben Nacht untersucht, angeblich wie Papyro. Ja, hier, Night 2. Han Solo. Sheriff Retri Exe. Schade. Klappt dann doch nicht. Let him down. I shoot him to prove my role as Random Town Witchy. Ja gut, er wird aber sehr wahrscheinlich Executioner sein. Dann kannst du nicht erschießen. Big Tits wird die ganze Zeit schuldig. Bei jedem. Warum? Gute Frage. Wird jetzt aber auch direkt mal mit einem Hochwählen bedient, aber es wird zu spät sein. Doch nicht. Ich habe hier immer so kleine Lags. Irgendwie scheint das hier ab und zu nicht so schnell zu reagieren. Das hat auch in der letzten Woche zu unglaublich Problemen bei den TOS-Aufnahmen geführt. Ich glaube, das sind auch die in der nächsten Woche noch die Together-Runden. Oder in dieser. Wo es einfach zeitlich so blöd war, dass irgendwie meine Soundspur komplett am Ende war. I go with town and you hang me. Nicht wirklich. Du hast zweimal schuldig gewählt, wo es hieß innocent wählen. Also vor allen Dingen hier beim Sheriff-Claim. Oh, er gibt mir 2 out of 10 von James Bailey hier. Claimt keine Rolle. Es gibt eigentlich... Interessant ist, wenn es halt wirklich einen Jester gäbe in Papyro, wird's interessant. Dann wäre das hier any Rolle, sofern es denn eine Hexe gibt. Aber es heißt hier, GG, but still, you were wrong. Ja, ja, kein Problem, Leia. Ich werde zu dir kommen. Es ist zumindest geplant, sofern ich nicht gejailt werde. Annie. Sagt auch Walrus. Look out on me now. Arson is down. Krass. Ich weiß aber auch nicht, warum sie hier zweimal schuldig wählt. Ist natürlich gut, dass der jetzt weg ist. Jetzt haben wir hier noch die drei Mafia im besten Fall gegen uns. Und wir gehen auf Leia. Wie geplant. Ich hoffe, dass keiner mich in irgendeiner Weise als Bodyguard oder ein Protective erachtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Richie-Typ Roxy jetzt kontrolliert wird. Von der Hexe, wenn es denn eine Hexe gibt. Dass Roxy jetzt genutzt wird, um auf jemanden zu schießen. Wahrscheinlich Leia. Und das wäre unglaublich doof. Da würde ich als Jailer sogar fast Roxy mitnehmen. Weil ich habe jetzt so eine Angst, dass ich jetzt durch Vigilante sterbe. Oder einfach gar nicht. Doch. Aber ich habe meinen Job gemacht. Wahrscheinlich jetzt wirklich Vigilante, der kontrolliert wurde. Aber Leia stirbt auch. Na toll. Well, I tried it, Leia. Gute Frage, warum sie tot ist. Ich habe es nämlich versucht. Ja. Because the Witchy
revealed himself and there is a witch. Was ich gesagt habe. Was ich gesagt habe. Ich hab's einfach wieder voll im Kopf. Ich wusste es wieder im Voraus, dass das passiert. Why do you even reveal? Stupid move, Vigilante. So ein dummer Move bei einem, bei einer voraussichtlichen Hexe, als Vigilante sich zu outen, ist sowas von dumm. Unglaublich, Oh, es gibt ein Retri, das ist interessant. Keith is muff, I checked him. Es ist auch interessant, weil James Bailey die Person war, die claimed hat, dass sie kontrolliert wurde. Und von daher interessant. Aber es ist natürlich extrem blöd. Ich bin froh, dass ich James Bailey erwischt habe. Also den Mafioso und nicht den Dingskirchen. Wir wurden jetzt wiedergebracht. Transporter war tot. Bodyguard, Invest. Vigilante. Zweiter Vigilante ist wieder da. Ich würde jetzt nicht Keith hochwählen. Ich würde den Vigilante nutzen, um Keith zu erschießen. Damit er was machen kann. Und hier natürlich auch, was Roxy gesagt hat. Der Jailer hätte ihn mitnehmen müssen. Schwierig. Richtig schwierig jetzt. Einerseits, er hätte sich niemals outen dürfen, meiner Meinung nach, weil er damit, wenn eine Hexe wirklich existiert, eben das provozierte, was hier war. Und andererseits, wenn er natürlich gejailt wird und dann Vigilante claimt, ist es gefährlich. Keith ist Chester oder Disguiser. Schade. Er wurde natürlich transportiert, ja. Any Rolle ist Transporter. Ist ganz klar. Hope they can get this together. Ich hätte auch eher den Transporter wiedergebracht. Der macht es natürlich schwierig, auch gerade hier für einen Invest. Der Move von der Hexe fand ich gut. Hier den Vigilante zu nehmen und auf einen Investigator zu schicken. War klar. Schade, dass ich kein Doktor bin. Wäre mir noch ein bisschen lieber gewesen, weil dann hätte ich nämlich beschützt. Aber okay, Disguiser down, das ist schön. Damit ist übrigens Han Solo confirmed als Town. Und ich würde wetten, dass Papyru damit Jester halt wirklich ist. So, und noch Godfather ist da. Weil Papyru ist ein Executioner oder Jester. Wie zu erwarten war. Aber Transporter hat nicht geliefert. Ich wollte gerade fragen, hat er geliefert? Nee, hat er nicht. Jetzt ist natürlich ein bisschen krass. Vigilante war die schwerste Entscheidung, meiner Meinung nach. Ich hätte halt hier dieses Ding nicht mitgenommen. I bet he won't. Wichtiger Hinweis von Leia natürlich. Oh, James hat was geschrieben. James. Roxy ist tot und James ist tot. Roxy war klar, dass er sterben wird. Und natürlich ist James der Jailer. Dein letzter Wille sagt das doch quasi schon. James Bodyguard Jailer Lookout. Ich bin der Bodyguard. Es gibt Sheriff, Investigator, Random Town ist mit Vigilante weg. Die Annie-Rolle ist quasi confirmed der Jailer, der Jester, von daher logisch. Papyrus claimed Sheriff, Han Solo got framed, apparently the intent is not suspicious. Hätte sie exekutieren sollen, einfach nur um den Jester wenigstens los zu sein. Naja. Jetzt haben wir hier einen Godfather, eine Hexe. Wir haben das Nutu Bening, was noch lebt, the Dark Sunrise. Alright, either the witch or witch was jailed. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nur random irgendwas geschrieben und es wurde auch keiner gejailed nach seinem letzten Willen.
You revealed yourself, Roxy. Smart move. With a witch out there. Oh, jetzt ist Papyrus oder Han Solo. Han Solo ist schon lang confirmed town. Eben, Evil Amnesiac sagt Alpha und Muff, das ist korrekt. Jetzt wird hier Papyro hochgewählt, der Jester. Obwohl, noch Executioner im Normalfall. Muss man mal schauen, ob das was bringen wird. Es sei denn natürlich, er ist jetzt Godfather oder die Hexe und will hier so einen tun, als ob. I was sure Solo was Mafia disguise. Ja, aber bleibt bei Chester. Chester oder Executioner. Wir haben dann noch zwei Böse, drei Town im besten Fall und einen Survivor. Natürlich nicht entsprechend ausgewählt hier. Hier ist der Survivor, das weiß ich auch. Hans Holo wird halt echt schuldig. Wieso? Das ist so offensichtlich gewesen. Oh, wow, Hahn. So obvious. Warum wählst du schuldig? Ja, ach nee. Han Solo hat jetzt auch zusammenbekommen. Was heißt denn bitte well played? Es war offensichtlich, dass er Jester oder Executioner sein muss. Ich hätte auf Exe getippt, weil Han Solo halt noch lebt. Walrus töten wäre nett, ja. Man weiß doch nicht, was er ist. Natürlich geht er auf Solo. Da gewinnt die Mafia das. Oh ne, just kidding, meint er. Er geht doch auf Ding. Hahn ist bäh. Ich würde nicht als Godfather würde ich nicht auf den Sheriff gehen. Der ist useless. Der Retri ist noch offen. Man weiß nicht, wer es ist. Wahrscheinlich war es jetzt Walrus. Der geht echt auf Han Solo. Krass. Han Solo died. Bei der Mafia. Remote ist AFK. Oh je. Das ist für Loen. Mafia gewinnt. Jetzt wählen sie den letzten Townie hoch. Nämlich den Wiederbelebten. War das Remote? Ja, es müsste Remote sein, oder? Ja. Remote ist natürlich AFK. Macht nichts. Krasse Job. Michilantis wurde kontrolliert. Ja, Transporters sind wichtiger in einem Bitch-Game, das ist korrekt. Ja, jetzt wählen sie Remote hoch und das war's. Wir starten in der Niederlage. Wow. Ich raff's halt nicht. Warum? Warum der Jailer hier den Vigilante-Claim nicht mitnimmt? Warum der Vigilante sich outet? Warum der Retri den Vigilante wiederbringt, der nutzlos ist? Blöd. Super Geschichte. Jetzt wählt einfach den Remote hoch. Macht schnell bitte. Danke. Ich habe keine Lust, jetzt hier noch zu warten. Oh, das ist extrem blöd gelaufen jetzt. Dann wählen sie hier zwei Townies wegen beim offensichtlichen Executioner oder Jester schuldig. Warum, weiß ich nicht. Oh je, oh je. Die Woche startet nicht gerade schön für mich.
Ich hoffe, dass sie besser werden wird, und zwar in der nächsten Folge. Ja, jetzt freut er sich, weil er 6, 11 und 14 einfach mal rausgeschrieben hat. Und es waren halt einfach zwei Mafias. Beziehungsweise Mafia und Hexe. Aber okay. Ja, lucky guess. Mehr war es nicht. Oh, yeah, freu dich. Lucky guess. Wow. Ich habe halt einfach mal als Jester 4 Mafias betitelt, 3 mit der richtigen Rolle. Ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Town of Salem Ranked, nämlich morgen um 13 Uhr. Und nochmal ganz kurz hier den Plan, damit ihr wisst, wer was war. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.